schönes Andenken, meine Frau. Und dann wagen Sie es noch, mir in meinem Haus Vorschriften zu machen. Ich denke nur, dass Ihre Frau gewollt hätte, dass das Leben für Sie und Ihre Kinder weitergeht. Sagen Sie mir nicht, was meine Frau gewollt hätte! Ihnen auch in keiner Form zu. Sie werden sich nie wieder einmischen. Das ist ja nun Unsinn. Wie bitte? Ja, weil ich hier dafür sorgen soll, dass es dem Baby gut geht und dass der Haushalt gemacht wird. Ganz genau. Und mehr nicht. Ja, aber wenn Sie mit Ihrem Verhalten dem Baby Angst machen und darauf bestehen, dass Sie irgendwelche Tassen vor sich hinschimmeln, dann kann ich so nicht arbeiten. Ja. Dann kann ich Sie dazu auch nicht zwingen. Was heißt das? Dass Sie gefeuert sind. Fristlos. Packen Sie Ihre Sache und gehen Sie. Ich will sie nicht mehr sehen! Herr Wolf? Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mich sogar für Sie deutlich genug ausgedrückt. Ja, haben Sie auch. Sogar überdeutlich. Aber ich wollte Ihnen vorschlagen, dass ich so lange hier bleibe, bis Sie Ersatz gefunden haben. Danke, aber wir kommen auch ganz gut alleine klar. Ich schlage das bestimmt nicht vor, weil Sie so ein Schaumbolzen sind, sondern weil ich sehe, dass hier sonst alles vor die Hunde geht. Sie können es nicht lassen, oder? Jemand hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass sie die Fläschchen für Tommy vergessen hat. Jim hat sie? Ach so, ja, sie weiß ja auch noch nichts von der Kündigung. Sie weiß vor allen Dingen auch nicht, wie man mit einem Baby umgeht. Woher denn auch? Ihre Tochter ist komplett überfordert. Hat sie das gesagt? Nein, natürlich nicht. Ihre Töchter sind absolut loyal, aber sie stoßen sie in einer Tour von sich weg und merken es noch nicht mal. Kommt jetzt wieder Ihre Psychologie für Anfänger, oder was? Hat bei Ihnen ja wohl gewirkt, oder? Was glauben Sie, warum ich plötzlich die Tasse Ihrer Frau abgespült habe? Weil Sie sonst weiter auf Ihre Töchter eingehackt hätten. Oh, verdammt nochmal, merken Sie denn nicht, wie sehr Sie mit Ihrer Trauer erdrücken? Wie ungerecht Sie sind. Was soll ich denn machen? Ach, Herr Wolf, ich glaube, für den Anfang würde es einfach schon ausreichen, wenn Sie... Hallo, Emilio. Hey. Ja, es war jetzt nicht so schwer zu raten, wer du bist. Ich bin Biggie Schumann, Tommys neue Tagesmutter. Freut mich. Mich auch, ja. Richtig, Emilio. Wollen Sie vielleicht ein Buch? Können wir uns nicht duzen? Mach ich mit Kim doch auch schon. Gut, willst du vielleicht ein Burrito essen? Ja. Was ist das? Lass dich überraschen, wird dir schmecken. Danke, dass du Tommy wieder übernimmst. Hat sich mein Vater inzwischen eingekriegt? Nein. Er hat mich gefeuert. Keine Sorge. Solange ihr keinen Ersatz habt, kümmere ich mich weiter um Tommy. Ich hoffe, das ist für dich auch okay. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Seit Mama tot ist, da ist er einfach... Da haben wir doch drüber geredet. Das dauert halt. Er ist eigentlich gar nicht so... nicht so knurrig. Keine Sorge. Ich habe ein dickes Fell. Aber er darf euch in seiner Verzweiflung nicht so unfair behandeln. Da muss ich einfach meinen Senf dazu abgeben, auch wenn ihn das ärgert.
Selbst auf dem Friedhof konnte er nicht an sich ranlassen, dass Mama, dass sie tot ist. Kurz vor der Beerdigung, da hat er uns dort einfach stehen lassen. Was? Er hat nicht gemeinsam mit euch von eurer Mutter Abschied genommen? Nein. Aber als wir dann alle schon weg waren, da ist er dann nochmal zurückgekommen. Er hatte im Wald Buschrosen ausgegraben. Mamas Lieblingsblumen. Und die hatte er dann auf ihr. Aufhört, die Wahrheit zu verdrängen und anfängt zu trauern? Sie sind ja immer noch da. Ja. Sie sind der Boss. Aber mein Vorschlag wäre, dass ich noch bleibe, bis Sie organisiert haben, wer sich um Tommy kümmert. Was? Wo haben Sie die her? Aus dem Blumenladen, die Straße runter. Kim hat mir erzählt, dass ihre Frau Buschrosen geliebt hat. Und ich dachte mir, es ist vielleicht eine schönere Verbindung zu ihr als eine Kaffeetasse mit Schimmel drin. Und außerdem lebt die Pflanze bei guter Pflege weiter. So wie ihre Erinnerung. Das ist eine schwere Zeit für Sie. Da gibt's gar nichts schön zu reden. Glauben Sie mir, ich weiß sehr gut, wie Sie sich gerade fühlen. Gar nichts wissen Sie. Sie haben ja Vicky nicht mal gekannt. Also pass mal auf, wenn der jetzt wieder rumstresst, nur weil du Biggie das Kind gegeben hast. Nein, bitte nicht. Ich habe keinen Bock auf weiteren Stress und du musst ihn auch verstehen können. Tja, das tue ich auch, aber irgendwann sind die Grenzen überschritten. Papa, wenn du wegen Biggie kommst... Was? Nein. Ich wollte mich bei euch entschuldigen. Mal wieder. Wenn das langsam zum Dauerbrenner wird. Ich stehe einfach noch ein bisschen neben mir. Es geht aber nicht, dass ich euch da ständig mit reinziehe. Wir alle haben schwer genug. Ja, deswegen habe ich mir was überlegt. Kinogutscheine? Weil ihr ja nur gestern meinetwegen auf euren Kinoabend verzichten musstet. Habe ich online ausgedruckt. Ich hoffe, da läuft der Film, den ihr sehen wolltet. Bestimmt, Papa. Dankeschön. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wir sind für dich und Tommy immer da. Und das ist wichtiger als jedes Kino. Ich komme schon klar. Herr Wolf, haben Sie noch mal eine Minute? Komm ganz drauf an. Es geht um die Kündigung. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie ganz dringend jemand brauchen, der sich hier um alles kümmert. Jetzt sagen Sie mir schon wieder, was ich brauche. Ja, ich gehe Ihnen mächtig auf die Makronen, ich weiß. Auf die was? Ja, auf die Ketten, auf den Senkel, auf den Wecker. Das Problem ist nur, das wird mit meiner Nachfolgerin auch nicht viel anders laufen, weil die ihre Frau auch nicht ersetzen kann. Und ich verrate Ihnen mal was, das will auch niemand. Also unter Umständen wäre ich bereit, Ihre Kündigung eventuell zurückzunehmen. Unter Umständen? Ja. Also ich möchte, dass Sie bleiben. Ich nehme die Kündigung zurück. Gut. Aber Sie kümmern sich um Tommy und um den Haushalt. Aus meinen Familienangelegenheiten halten Sie sich raus. Kriegen Sie das hin? Nö. Unglaublich, wie sich der Kleine entwickelt hat. Kämpfernatur. Immer Durst. Ganz der Papa. Bald seid ihr ein Team. Ja, und was für eins. Der kleine Tommy. Der große Tommy.
Wir werden das schon meistern. Und Mama schafft die Kohle dann. Hallo. Säufer. Oh, warte mal ab, wenn du das ausgepackt hast. Ja,